Zumindest wettermäßig ist Kaiserstart in die Woche. Strahlend blauer Himmel, kühle, klare Luft. Schöner kann es eigentlich kaum sein zu dieser Jahreszeit. Na, trocken und sonnig und kalt. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich keine 20 Grad mehr. Anfang November. Und endlich ist wieder Montag. Wer sagt's denn? Haben wir auch dieses Wochenende endlich wieder gut hinter uns gebracht. Bei uns ist im Moment viel, also viel drumherum auch, weil meine Schwiegermutter ins Heim gekommen ist und wir jetzt den Haushalt auflösen bei ihr. Und das ist ein Haus mit Keller. Und da waren wir jetzt das Wochenende und davor auch schon am Feiertag und immer mal wieder da. Und haben jetzt am Wochenende entschieden, das kriegen wir aus eigener Kraft jetzt schwierig geregelt. Und auf der anderen Seite war es dann aber auch sehr schön, dass Kontakte an eine Hilfsorganisation dazu geführt haben, dass die jetzt die Elektrogeräte nehmen, dass die noch Schränke, also Möbel übernehmen, dass sie Geschirr brauchen können für verschiedenste Szenarien. Und das ist natürlich super, wenn sich das doppelt gut ergänzen lässt, dass sie zum einen die Sachen abholen kommen und dass sie dann zum anderen wieder eine gute Verwendung finden. Und wenn man das jetzt mal so guckt, na, was wir auch alles an Schreibunterlagen gefunden haben, ist es schon schmerzhaft auch, na, dass man so ein Leben zu Ende gehen sieht oder einen Lebensmittelpunkt zu Ende gehen sieht. Das hat uns doch schon sehr zugesetzt und ich denke mal, Alexandra noch ein Stück weit mehr als mir, weil sie ja unmittelbar Betroffene ist. Na, ich bin durch sie natürlich auch betroffen und da wir uns jetzt bald 26 Jahre kennen, kenne ich natürlich auch ihre Eltern oder jetzt ihre Mutter. Der Vater ist dann auch schon seit 7 Jahren auf der anderen Seite. Ja, es ist einfach nicht schön so zu sehen. Das ist also das eine. Dann ist gestern die schon 3. Folge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast, an den Start gegangen mit Jerome. Und ja, war ein tolles Gespräch, ein sehr feines Gespräch, finde ich. So ein feinsinniges Gespräch und auch was da zutage gekommen ist oder was er erzählt hat, hat mich bewegt, hat mich berührt und ich hoffe, dich berührt und bewegt das genauso. Und die nächsten Gespräche sind schon in der Mache. Das heißt also auch nächsten Sonntag wird es eine neue Folge geben und dann immer so weiter. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh über das Format. Ich bin glücklich über das Format und über meine bisherigen Gäste und Gästinnen und ich freue mich auf meine zukünftigen Gästinnen und Gäste. Da werden noch viele, viele schöne Gespräche folgen. Da werden noch viele überraschende, tief bewegende Geschichten kommen. Und ich finde sehr schön, weil es gibt Promi-Podcasts rauf und runter. Und das ist auch schön, weil die höre ich auch gerne. Aber die geben sich ja gegenseitig die Klinke in die Hand. Und da hat man doch viele Geschichten dann doch irgendwo mal bei einem gehört. Entweder haben die selber einen Podcast und lassen sich dann von anderen noch in deren Podcast einladen und dann wiederum in deren Podcast. Also da dreht sich das ja doch in einer überschaubaren Größe. Ich finde sehr, sehr schön am Format Moin Leben, dass ich neue Menschen kennenlerne, die ich teilweise noch nie gehört, nie gesehen habe. Kurzes Vorgespräch natürlich schon gemacht. Und dass die sich einlassen auf das Gespräch, auf das Abenteuer, auf die Reise, auch von mir etwas über sich zu erfahren, was sie vielleicht in der Form nicht wussten oder was sie bestärken kann da drin, weil der heißt ja nicht umsonst mein durchaus astrologischer Podcast. Das heißt, ich lasse mir von meinen Gesprächspartnern das Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit geben vorab, mache eine kleine Analyse dazu und lasse das dann einfließen über Fragen oder teilweise über Deutungen, die ich so für sie, für ihren Lebensweg, für ihre Persönlichkeit anstelle. Und das, finde ich, ist der besondere Mix von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast, dass
es zum einen ein Gespräch zwischen zwei Menschen ist, die sich teilweise halt noch nicht kennen. Auf der einen Seite sich einzulassen, auf meiner Seite auch mich einzulassen, aber auch den Menschen dann kennenzulernen und zu merken, wie sie oder er sich öffnen mag innerhalb des Gespräches und was da für schöne, bewegende Momente einfach zutage kommen. Ja, ansonsten ist einfach auch durch den Podcast, und da will ich mich nicht beschweren, aber es ist sicher so, dass es auch zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt, wenn du dir die Folgen angeschaut oder angehört hast. Die letzten beiden Folgen waren jeweils um die 2 Stunden lang. Es wird nichts geschnitten in dem Podcast, außer das Bild. Ja, das macht dann unser Experte, der auf Bali sitzt, der schneidet das, also der kümmert sich um Ton und Bild. Ich stelle ihm das alles ein und er bringt das dann sinngemäß und sinnvoll zusammen. Das wird schon geschnitten, aber mein Ziel ist, dass wir jetzt nicht irgendwelche Episoden aus dem Podcast rausschneiden. Also dass wir sagen, ah nee, das dann lieber doch nicht. Weil ich finde gerade, das ist, wenn man sich einlässt auf so ein Gespräch, wenn man weiß, ja, das geht auch öffentlich, dann und man erzählt was, dann kann man das schwer zurücknehmen. Ne? Ansonsten macht es keinen Sinn, in so einem Format teilzunehmen. Und es soll ja auch andere inspirieren, andere anregen, es soll andere beruhigen, dass sie mit ihrem Thema vielleicht nicht alleine sind, wenn sie das in so einem Format hören, dass auch eine andere Person darüber spricht und dass sie dann annehmen können, dass es auch nicht nur diese Person und sie selbst, sondern dass es meistens viele Personen in ähnlicher Art und Weise betrifft. Dass wir also gewisse Schicksale miteinander teilen, wenngleich unser eigener Schicksalsweg so individuell ist, dass es keinerlei Vergleich mit anderen gibt. Es gibt nur gewisse Abschnitte, es gibt gewisse Themenbereiche oder Themengebiete, wo sich das schon mit anderen deckt oder wo das mit anderen parallel läuft, ein Stück weit. Das kann zum einen Zeitgeschehen sein, das kann aber auch zum anderen sein, dass ein familiärer Hintergrund ähnlich ist oder die schulische Laufbahn, die berufliche Laufbahn, dass man dadurch also bestimmten Einflüssen ausgesetzt ist, die man mit anderen teilt, das macht durchaus Sinn. Familienverbund genauso. Und das ist ja das Spannende, also dass auch Geschwister oder Cousins, Cousinen, also die aus einem engen oder je nachdem wie eng, aber aus einem engeren, Verbindung kommen oder stammen, dass die teilweise krass unterschiedliche Lebenswege bestreiten und gehen. Und dass sich das dann auch astrologisch erklären lässt oder herausarbeiten lässt. Das ist meine Faszination an der Astrologie. Und ich, wie gesagt, ich will niemanden bekehren in dem Podcast oder durch den Podcast. Ich will niemanden auf meine Seite ziehen. Aber ich will natürlich schon eine Lanze brechen für das, was dazu beiträgt, dass wir auch als Herzkanal in unserem Business stabil sind mittlerweile. Na, wo ich meinen Beitrag leisten kann, Alexandra natürlich ihren sehr, sehr großen Beitrag leisten kann. Aber dass sich mehr und mehr Menschen darauf einlassen, über Interesse erstmal zu sagen, okay, was kann Astrologie für mich tun? Was kann ich daraus lesen? Was kann ich mir daraus mitnehmen für mich? Und dass wir ja doch im Klientenkreis inzwischen einige haben, die das regelmäßig in Anspruch nehmen. Auch unter anderem, um ihr Business zu steuern. Also um wichtige strategische Entscheidungen zu treffen, sei es personell, sei es Investitionen, sei es Zeitpunkte oder Orte, wann und von wo aus Business gemacht werden kann oder soll. Und das ist das Spannende, wie gut das ineinander passt, sich das anzuschauen gemeinsam und gemeinsam rauszuarbeiten, was der nächste Schritt sein kann. Weil um viel mehr geht es ja gar nicht, aber darum geht es schon, das ist ja schon eine ganze Menge, zu wissen, was steht als nächstes an und wie kann ich da sinnvoll draufgehen. Das ist das, was ich halt faszinierend finde. So, ich wünsche dir eine gute Woche. Gib gut auf dich Acht, auf andere und gib stets dein Bestes. Bis dahin, das war Armin. Tschüss.